Weiter machen wir mit Torchlight 3. Wir sind hier noch im Abgrund, aber den haben wir ja letztes Mal fertig gemacht. Deswegen können wir hier auch... Oh lol, oder noch nicht ganz fertig, weil hier noch ein paar Gegner spawnen. Ja, dann machen wir den mal schnell hier weg. Hier. Wir können es ja. Das passiert manchmal auch, das ist ein bisschen weird, dass manchmal einfach so, man hat Gegner komplett aufgeräumt, alles ist clean und so weiter und so fort, und dann geht man irgendwo hin und plötzlich spawnen da doch nochmal Gegner. Also das ist ein bisschen komisch, aber ist halt so. So, die Oberwelt hat sich nicht resettet, das ist ja schon mal toll. Das kann nämlich, wenn man zu lange in irgendeinem anderen Gebiet drin ist, kann das nämlich mal schnell passieren. Ja, mein Pet ist auch wieder zurück, das ist schön. Ich kann mal hier die restlichen Sachen reinpacken. Schild ist eh sowieso so Fernkampfsachen und Schild ist sowieso sowas, das packe ich sofort weg, weil das brauchen wir ja alles für unseren Charakter nicht. Greifen wir auch nicht mal mit einer Waffe an, ne? Also das ist auch voll lustig. Wir halten zwar eine Waffe in der Hand, aber wir greifen halt mit der Waffe nicht an. Aha. Die Waffe gibt uns trotzdem, ne, also das wird ja auch immer aus den ganzen Sachen da berechnet, ne, also ja, den Angriff, den wir machen, das wird jetzt nicht daraus berechnet, dass wir einfach nur Damage machen, sondern wir haben ja hier, die Blitze berechnen sich ja aus 187% Waffenschaden, ne, also das heißt also, das wird halt von unserem Schaden der Waffe berechnet, das heißt, dass die Waffe trotz dessen, dass wir die halt animationstechnisch nicht einsetzen, ja irgendwie trotzdem immer noch einen Sinn hat, ne, also... Das ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Zur Prüfung des Feuers, da müssen wir jetzt hin. Wird auch schon auf der Map angezeigt, wo es ist. Wenn man nämlich so etwa in der Nähe ist, dann sieht man das nämlich, wo es sich befindet. Das Gebiet, wo man hin muss. Werden wir uns da auch so langsam bewegen. Wir sind in einem Gebiet für Stufe 5 bis 6. Wir sind Stufe 7. Das ist doch eigentlich ein ganz... Ein guter Wert. So, hier sind wir dann auch schon. Na komm, das ist manchmal ein bisschen blöd hier anzuklicken. So, hier sind wir dann auch schon. Hier ist irgendwo noch was zum Abbauen, ne? Ja. So, Prüfung des Feuers, da gehen wir natürlich sofort rein. Bling. So, jetzt hier nochmal ein bisschen die Holy-Sachen hier ein bisschen hochpushen her. Das ist schon schön, wenn dann alles so ein bisschen zerschnetzelt wird und so alles ganz gut funktioniert. Das ist leider so, das habe ich mit dem Roboschmied, weil ich den in der Alpha- und Beta-Phase gespielt habe, beziehungsweise auch Early Access-Phase. Da war das für mich immer so am Anfang so, es hat sich nicht so nach einem Hack'n'Slay angefühlt, weil alle Gegner so mega zäh waren und nicht kaputt gegangen sind und es hat ewig gedauert und so. Aber ich muss dazu sagen, ich war einfach ein bisschen blöd und habe den falsch gespielt. Und dann passiert sowas auch schnell mal. Aber dann habe ich mir so gedacht, so, habe ich den schon so lange gespielt, ich will mal was anderes machen. Und dann habe ich gesehen, dass man zum Beispiel den
Schienenkämpfer, weil ich diese Schienen bauen, so bei, zum Beispiel, das finde ich einfach so ein Feature. Das ist mal ganz lustig, dass man das machen kann, aber ich finde das halt, es ist nicht meins, ich finde das voll doof. Also das ist nicht so das, was ich, wie ich gerne ein Hackenslay spiele. Und wie ich auch Torchlight spiele. Also das will ich. Ich will ja halt nicht die ganze Zeit immer irgendwelche Schienen bauen. Dann habe ich gesehen, das geht auch ohne. Man kann ja auch komplett auf Berserker spielen. Dann geil. Und das war dann so das Ding, wo ich den mal ausprobiert habe. Und ich fand den super. Aber da ich den ja schon habe und weiß, wie der funktioniert, der Schienenkämpfer, habe ich jetzt keinen Bock gehabt, jetzt hier im Let's Play den auch nochmal zu spielen. Deswegen ist hier diesen Mark hier. Und haben mit dem jetzt ein bisschen Spaß. Ja, Torchlight 1 und Torchlight 2 übrigens auch für diejenigen, die sich so denken, so, ja, hast du das dann auch, du hast, da erzählst du ja viel drüber, dass du das kennst und so weiter fort, ne, habe ich auch hier auf dem Kanal gespielt. Nicht wundern, die Mikrofonqualität ist da, war damals doch noch ein bisschen schlechter, ne. Die Videos natürlich schon ein bisschen älter sind. Aber ist halt so, ne? Aber die Teile haben wir natürlich auch gespielt, ne? Torchlight 1. Was, hatte ich da irgendwelche Mods installiert? Ich glaube nicht, ne? Nee, das hatte ich immer nur privat gemacht, dass da irgendwie so ein Drachenmod installiert habe zum Beispiel. Dann hatte ich diesen fetten, riesengroßen Drachen als Begleiter. Da habe ich irgendwie die Mod falsch installiert und dann war da einfach so mega groß, dass halt einfach komplett die Hälfte des Bildschirms ausgefüllt hat. Das war ein bisschen doof. In Torchlight 2 haben wir ja, glaube ich, den Synergie oder Synergy Mod da ja noch mit drauf gehabt, ne? Den haben wir dann, glaube ich, mitgespielt. Wo dann zum Beispiel die Gebiete mit skaliert sind, ne? Also je nachdem mit dem Level. Den hatten wir in Torchlight 2 gespielt. In Torchlight 3 spielen wir den Online-Modus. Weil der Online-Modus ja so ein bisschen das Herzstück von Torchlight 3 ist. Und im Grunde genommen ist der genauso wie der Einzelspieler-Modus, nur halt eben, dass du im Mehrspieler-Modus natürlich auch die ganzen Mehrspieler-Komponenten wie das Fort und so weiter sofort drin hast, was ja eigentlich das Ding ist von Torchlight 3 und eigentlich ist auch der Multiplayer. Lol, ich hab die Map ja nicht eingeblendet. Die Multiplayer-Komponente ja eigentlich auch das, weil das Spiel ja eigentlich als komplett nur so angedacht war. Deswegen dachte ich mir einfach so, ja, Einzelspieler, ja, was, nee, brauchst du jetzt auch nicht zu machen. Und im Grunde genommen ist der Einzelspieler eigentlich genau identisch, ne? Nur dass du halt eben offline spielst und nicht online. Und ich weiß halt trotz, also ich weiß halt da auch nicht, ob dann die ganzen Fort-Komponenten dann irgendwie auch wirklich Einfluss haben und oder ob die da überhaupt so funktionieren. Na, deswegen spielen wir das einfach hier im Multiplayer. Und dadurch funktionieren natürlich auch Mods hier nicht, weil es denn welche geben sollte. Momentan ist es so, dass es eher nicht so modbar ist. Gibt, glaube ich, auch noch nicht wirklich so ein Mod-Tool. Und zumindest im aktuellen Stand hier der Aufnahme gibt es noch kein Mod-Tool. Gab's ja bei den vorherigen Teilen, ja. Ich glaube, da ist irgendwie, hieß er Glut oder irgendwie sowas, irgendwie so in der Art. Ja. Das mit G, glaube ich. Und da konnte man natürlich Mods mitmachen, das ist jetzt hier nicht möglich. Und da teilweise das Spiel eh auf online ausgelegt ist, ja, ist halt so, oder? Goblin tribes.
Their chieftain Wilo answers to me now. Our assault on the human army starts here. Very good, Brawl. Very good. Sodista, what of the Void Ember? I am close to cracking the riddle of the Void Ember, Mother. I expect to solve it very soon. Soon? Insolent child, I need results now! The vessel is useless without the Void Ember. The gateway, too. I will tolerate no further disappointments. Do you understand? Yes, Mother. I hope you do. For your own sake. Varys, I trust your update will be more promising. I have narrowed down the location of the gateway to a mountain range in the north. It's only a matter of time before I find the gate, and the vessel along with it. Excellent. Sodista, you should follow Varys' example. I will try, Mother. See that you do. Now go, my daughters. My dark outlanders. See that my will be made. Ja, die Mutter ist so ein bisschen die, ich glaube, ne, die Void und so weiter, beziehungsweise aus dem Netherreich so ein bisschen. Ich glaube, das ist die, die dann auch Ordrak natürlich wiederholen will. Ne? Deswegen bekämpfen wir ihn ja am Ende auch. Ja, ne? Da sind so ein paar Cutscenes mit drin, die sind natürlich nicht in Deutsch vertont, ja. Ist halt so. Sind leider auch sehr, sehr leise, haben keinen Untertitel. Aber, ja, was soll man machen, ne? Und hier haben wir unseren ersten Boss, der ein bisschen cinematic-mäßig introduced wird. Es ist Brummer. Wow, der sieht natürlich ein bisschen lächerlich aus, aber der ist halt einfach hart, ne? Also, er ist schon wirklich hart. Zumindest mit so einem Berserker. Also jetzt natürlich, dadurch, dass wir hier ein bisschen Fernkampf machen, kann das ein bisschen besser hier funktionieren. Aber der ist halt hart, weil wenn er zuschlägt, dann wächst da kein Gras mehr, ne? Aber ich denke mal, das ist jetzt hier für uns kein Problem. Man sieht bei den Bosskämpfen ja auch immer so spezielle Bereiche, so drei spezielle Bereiche. Das sind Phasen. Ne? Könnte man sich auch denken. Und immer wenn man in so einen Bereich reinkommt, dann passiert irgendwas Phasentechnisches. Also jetzt bei dem Boss hier zum Beispiel, da spawnt dann einfach nur Gegner. Wenn man das hier sieht. Ja, natürlich dadurch, dass wir jetzt auch ein Escape haben, hier so ein bisschen escapen, wenn er so diese komischen Charge-Fähigkeiten hat, aber kann man auch einfach so, wenn er ganz gut platziert ist, ausweichen, indem man einfach nur weggeht. Aber man kann auch, ne, natürlich mit seinem tollen Escape kann man diese ganzen Fähigkeiten dann auch ausweichen. Weil es natürlich immer cooler ist, mit dem coolen Escape auszuweichen. Jetzt haben wir leider Cooldown, jetzt können wir das nicht mehr machen. Das ist natürlich so ein bisschen blöd. Eventuell vielleicht so ein paar Punkte auf Escape vielleicht doch mal setzen. Weil wenn man das dann zweimal hintereinander einsetzt und erstmal warten muss, bis der Escape dann wieder ready wird, ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Aber das muss man mal sehen, wie brenzlig das dann immer wird. Shit, jetzt habe ich mein Escape eingesetzt und wurde trotzdem getroffen. Aber man sieht, Leute, zum Beispiel, es geht halt, also es ist schon einfacher, gegen den Gegner zu kämpfen, wenn man hier in der Fernkampf, wenn man eher so ein Fernkampf ist. Muss aber trotzdem sagen, dass der halt schon hart ist, ne? Ich meine, das spawnt am Ende ganz schön viel Shit und dann fallen auch noch Felsen von oben runter, man muss also auf viel achten hier. Der ist schon nicht ohne hier, da diese Felsen, die halt auch einfach mal ziemlich schmerzhaft sind. Da sieht man auch übrigens unten im Chat, ne? Also es gibt einen Chat mit
der auch gebietsabhängig und so weiter und so fort ist. Die Leute chatten. Na, also einen schönen Chat gibt's auch. Nicht so wie bei Torchlight 2, wo man dann verschiedene Räume hat. Da gab es, glaube ich, auch Chat-Funktionen, aber der war halt raumabhängig, ne? Sondern das ist halt jetzt hier alles so ein bisschen wie in so einem MMO, dass wir halt einfach Server haben, auf die man sich dann einfach verbindet. Ja, da war durchaus, also natürlich, solche Bosse gehen natürlich lange, aber das war durchaus ein bisschen einfacher als noch mit dem Schienkämpfer, muss ich ehrlich sagen. Weil da bist du dann immer rangegangen an den und dann kannst du gleich eigentlich wieder weggehen, weil der dann zuschlägt und dich dann richtig schön damaged. Oder aber du lässt dich damagen und bist dann dabei, Tränke zu trinken und hast dann am Ende keine mehr. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd. Aha! Guck mal an, da haben wir einen besseren. Unser legendärer Streitkolben wird abgelöst. Ich glaube aber, dass wir den nicht verkaufen werden, sondern den werden wir unserem Baum geben. Das bringt uns ein bisschen mehr Fortschritt. Ich glaube allgemein, dass wir das vielleicht mal ein bisschen machen sollten. Der Metallgitter. Finde ich super. Metallgitter sind toll. So, Trevail-Possen, da müssen wir jetzt hin. Ne, wie ich ja schon mal gesagt habe, immer erst das Portal setzen, wenn man aus der jeweiligen Höhle raus ist. Weil ansonsten da haben wir ein bisschen Damage, wobei ich nicht weiß, ob es besser vielleicht doch ist, auf Mana pro Sekunde zu gehen, als auf. Ja, wir müssen mal gucken. So, zumindest haben wir hier ein bisschen mehr Damage drauf. Das ist Stufe 7. Das lassen wir jetzt erstmal. Aber natürlich ist es wichtig, Mana pro Sekunde auch irgendwie zu haben, weil ansonsten setzen wir unsere Fähigkeiten ein und wir haben einfach kein Mana. Das ist natürlich doof. Deswegen müssen wir da auch schön drauf achten. Einfach mal mehr Verteidigung. So ein grüner. Na ja, gut. So, wir sind ja noch. Dass das Chat nicht mitscrollt nach einer ganz bestimmten Zeit, ist auch ein bisschen doof. Wir sind immer noch in diesem Gebiet hier, sind noch nicht komplett durch in dem Gebiet. Das heißt also, dass wir. Ich würde trotzdem mal schnell zum Fort gehen. Wir machen das mal so. Wir gehen erstmal zum Fort und lösen da mal unsere Gegenstände ein. Ne? Also, dass wir dann da unsere Gegenstände da mal abgeben, den Baum da mal geben. Ne? Ich meine. Dass wir das da mal langsam ein bisschen höher leveln und so, ist natürlich auch mal ganz schön. Ne? Kann man durchaus mal machen. Können wir mal unsere Goblin-Wut da auch abgeben, die wir da gesammelt haben. Ich glaube, das ist nicht viel, aber ein bisschen ist das. So. Jetzt mal hier zum Goblin-Alter mal hin. Ah, 25. So. Ein bisschen hatten wir da. Ja, dann gehen wir mal hier zum Baum hin. Und. So viel Fortschritt macht das halt nicht, aber es ist halt eben auch, dass diese Stufe zum Upgraden halt auch ewig dauern, ne? So, dann wichtig, wenn wir jetzt so einen Travel-Posten einfach teleportieren, was wir ja machen könnten, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, ich gehe auf Nummer sicher, dass unser Portal auch nicht mehr funktioniert, deswegen gehen wir erstmal zurück zum Portal und setzen dann nochmal ein Portal, um dann direkt in die Stadt zu teleportieren. Damit wir auch wirklich 100% sicher dann wieder hierhin zurückkommen. Diese sind perfekt. Kennick hat mich einen Namen genannt. Doch ich wusste. Einen Namen? Einen Narren genannt. LOL. Doch ich wusste, dass ihr es schafft. Wo ist dieser alte Trunkenbold überhaupt hin? Egal, bringt das sofort zum General und sagt ihr, was ihr in den Höhlen gesehen habt. Ich habe ihr die Details bereits erklärt. Okay.
Ja, die hat uns auch irgendwie gefühlten Narren genannt, weil sie uns das nicht geglaubt hat, aber wir haben die Beweise, ne? Lass mich mal sehen, Rekrut. Brummer und die Netherim, so seltsam eure Behauptungen auch sind, sie sind schwer zu leugnen, wenn ich den Beweis in meinen Händen halte. Vielleicht hätte ich Saya zuhören sollen. Leider müssen die Netherim warten. Einige meiner Soldaten werden vermisst. Ihr müsst sie finden. Wir können uns nicht um die Netherim kümmern, wenn wir zu wenig sind. Bringt sie zurück. Dann besprechen wir unseren nächsten Schritt. Okay, wir bekommen dafür auch eine Belohnung. Und zwar bekommen wir Geld, 500. Dann bekommen wir Ruhm. Ja? Und wir bekommen Schriftrolle des Lebensbundes. Das ist ein bisschen, das ist ein Feature. Da wurde während der Testphase auch immer wieder ein bisschen was dran geändert. Und der aktuelle Stand ist so, ja, ist halt lame. Damals war es so, dass es Live-Bound-Gegenstände gab, die gedroppt sind und die hattest du dann. Und dann gab es Schriftrollen, wo man den Live-Bound-Zustand, ich hole mir mal kurz hier ein bisschen, ich hole mal den Beutel hier, wo man Live-Bound-Gegenstände quasi gedroppt bekommt. Und dann kann man quasi immer hier. Kurz hier. Achso, hier. Okay, da war gerade ein Anzeigebug. Und dann gab es Schriftrollen, wo man den Live-Bound-Zustand wieder entfernen konnte. Live-Bound bedeutet einfach, der Gegenstand, der gedroppt ist, beziehungsweise der diese Eigenschaft hat, ist besser als derselbe Gegenstand ohne Lifebound, das heißt, man kann ihn damit stärker machen. Gleichzeitig, wenn man stirbt, verliert man diesen Gegenstand aber auch. Also der wird dann zerstört, den hat man dann nicht mehr. Und das ist dann immer so ein bisschen ein risky Ding. Aber war halt immer so ein bisschen, es war halt immer so spaßig, wenn du einen Lifebound-Gegenstand bekommen hast. Das musst du immer abwägen, willst du den jetzt wirklich nehmen und dann verlierst du ihn und dann hast du ihn nicht mehr oder machst du es nicht. Das war immer so ein bisschen so ein risky Ding. Für diejenigen, die keinen Bock auf Hardcore oder einen schwierigen Schwierigkeitsgrad hatten, aber doch irgendwie ein bisschen die Herausforderung wollten. Ja, und jetzt hat man quasi das so gemacht, dass man selber entscheiden kann, ob der Gegenstand Lifebound werden soll oder nicht. Das heißt also, man macht es einfach nicht. Man scheißt einfach drauf, verkauft die Schriftrollen und macht es einfach nicht, weil warum sollte man das tun? Die Gegenstände, die droppen, die reichen vollkommen aus, um die Gegner zu besiegen. Und das macht dieses Lifebound-Feature einfach komplett lame, weil wozu sollte ich das nutzen? Ja, man kann die Gegenstände stärker machen und dadurch verliert man die. Aber warum sollte ich das tun, wenn ich mit den Gegenständen ohne Lifebound gut zurechtkomme, ne? Das ist halt das Problem. Und dementsprechend ist dieses Feature einfach lame, um es mal so zu sagen, ne? Was ich hoch finde. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, dass Mana-technisch das ein bisschen so ein Problem werden könnte. Wenn ich da ein paar Mal die Holy-Sachen da einsetze. Also da wäre es natürlich schon schön, wenn wir da ein bisschen was mehr auf Mana-Regeneration haben. Okay, dann ist das Damage-Ding auf den Fokus-Sachen vielleicht nicht so ganz wichtig wie Mana-Regeneration für uns momentan. Also zumindest wie wir spielen. Also halt, wie gesagt, wirklich mit dem Default-Angriff halt nichts zu tun haben. Und es ist natürlich ganz geil, wenn wir dann zum Beispiel diesen Holy-Angriff spammen können, aber das können wir momentan nicht. Wir können natürlich ein paar Mal das einsetzen und dann haben wir kein Mana mehr und dann können wir gar nichts machen. Das ist ein bisschen unschön. Also ja, wir sollten vielleicht gucken, dass wir eher auf Mana-Regeneration gehen. Ja, diese lila Gegner, die kommen auch manchmal oder eigentlich meistens in so Gruppen, ne? Wie diese roten Gegner. Can't carry anymore. Ich zeig die gleiche Carry. So, zack, bam. Jedoch. Oh, da ist noch ein Niederner. Den wir nicht besiegt haben. Dajing!
Mega krasser. Ah, wir haben auch eine erhöhte Mana-Regeneration, wenn wir das Ding haben. Wir haben jetzt überhaupt gar keine. Okay, wir hatten irgendwas, was uns nicht mehr Mana regenerieren lässt. Das ist ganz strange hier gerade alles. So, wir haben jetzt neue Waffen. Die macht ein bisschen weniger Damage. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Das auch. Das brauchen wir gar nicht. Das auch nicht. Das, okay. Ganz bestimmt nicht. Und dieser Fokus auch nicht. So, gut. Hat sich das schon mal geklärt. Ja, mal richtig ab hier, sag ich euch. Komm mal bei die Champion-Gegner hier. Es kann durchaus mal passieren, dass wir hier unglaublichen hohen Spawn von irgendwelchen Elite- und Champion-Gegnern haben. Das passiert halt einfach mal. Also selten sind die nicht. Kann ich hier irgendwie auch... Nee, kann ich nicht. Schade. Wo waren wir denn noch nicht? Hier so. Könnte natürlich sein, dass wir hier oben hin müssen, um weiter zu gehen, aber das ist jetzt erstmal egal. Bauen wir hier nochmal ein bisschen das auf und dann machen wir hier mal kurz einen Folgenstopp. Da ich ja mittlerweile auch die Videos in 4K rendere. Wo ich übrigens nicht davon ausgehe, dass die Torchlight 3 Videos in PK auch wirklich auf YouTube erscheinen, weil ich glaube einfach auch, dass hier zu wenig los ist, dass hier überhaupt irgendwie eine Bitrate erreicht werden kann, um 4K hier irgendwie zu machen. Aber zumindest 1440p. Das wird funktionieren. Gehe ich mal davon aus. Na? Und umso länger ein Video bei mir ist, umso länger dauert zu rendern. Deswegen ist es natürlich schön, wenn ich dann auch die mindestens 30 Minuten oder höchstens 30 Minuten dann auch irgendwie einhalte. Was natürlich wahrscheinlich, indem ich mich hier einfach immer weiterlaufe, nicht passieren wird. Ah! Oh no! Hier mal ein bisschen weg. Dann sollte mir nichts passieren. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.